WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Leica Geosystems AG, St. Galler Kantonalbank und der St. Galler Stadtwerk. Aus 45 Studierendenteams von der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2019 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung von den talentiertesten Nachwuchskräften für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Wie reagieren Liegenschaftseigentümer, falls in der Schweiz die Besteuerung vom Eigenmietwert abgeschafft wird? Mit dieser hypothetischen Frage befasst sich das Praxisprojektteam von der FHS-Dozentin Judith Scherzinger im Auftrag von der St. Galler Kantonalbank. Es ist darum gegangen, wie unsere Kunden, also die Kunden von der St. Galler Kantonalbank, reagieren würden in diesem Fall. Über welchen Kanal dass sie möchten mit der Bank in Kontakt treten und am Schluss auch auf den Franken eigentlich ausgerechnet haben, wie sich die Bilanz und die Erfolgsrechnung von der St. Galler Kantonalbank in diesem Fall verändern würde. Die St. Galler Kantonalbank gehört mit einer Bilanzsumme von über 33 Milliarden Franken zu den grössten Kantonalbanken der Schweiz. Die SGKB finanziert fast jedes dritte Eigenheim in der Region. Die Ergebnisse des Praxisprojekts sind darum besonders relevant. Es ist für uns zentral zu wissen, wie unsere Kunden im Fall der Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung würden reagieren und was sie für einen Beratungsbedarf haben. Es ist für uns wichtig, uns so optimal auf einen Systemwechsel vorzubereiten. Eine Herausforderung des Praxisprojekts ist, dass man einen Fall beurteilen muss, der so noch gerne nicht eingetroffen ist und vielleicht gerne nie eintreffen wird. Und da können die Studierenden möglichst verlässliche Daten sammeln. Vom Vorgehen her haben wir uns entschieden, dass wir zweischienig fahren. Wir haben einerseits eine Befragung gemacht von verschiedenen Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Und nachher aber eine gross angelegte Befragung von der Kundschaft von der St. Galler Kantonalbank. Es sind insgesamt über 1250 Kunden angeschrieben worden, wo uns dann schlussendlich 500 Kunden geantwortet haben. Das ist ein relativ guter Rücklauf, über 40%. Und darum haben wir eine Basis gehabt, die wir können verwenden können, um nachher diverse Berechnungen und so weiter durchzuführen. Die Studierenden haben können aufzeigen, dass gut die Hälfte der Liegenschaftsbesitzer ihre Hypothek reduzieren würden, wenn die Besteuerung vom Eigenmietwert wegfallen würde. Der St. Galler Kantonalbank haben sie einen klaren Weg aufgezeigt. Wir sind vom Resultat, wie es die Studierenden gebracht haben, sehr beeindruckt gewesen. Und zwar haben sie es geschafft, das hochkomplexe Thema den Kunden einfach darzulegen und nachher auch aufzuzeigen, was es für uns für Auswirkungen hat. Die Ergebnisse der Kundenumfrage zeigen uns Bedürfnisse unserer Kunden optimal und helfen uns, Beratungsaktivitäten entsprechend vorzubereiten. Die Praxisprojekte der FHS St. Gallen sind so ausgelegt, dass die Studierenden auch einmal einen ungewöhnlichen Lösungsansatz suchen dürfen. Die Aufgabe der St. Galler Kantonalbank war aber besonders vielschichtig. Die grösste Herausforderung waren sicher die verschiedenen inhaltlichen Themen. Wir haben nämlich politische Aspekte, steuerrechtliche und dann auch noch Bankfachwissen, die die Studierenden müssen anwenden mussten. Ich bin mit dem Resultat des Teams extrem zufrieden. Sie haben nicht nur ein hohes Engagement gezeigt, sondern auch wirklich die Resultate und die Massnahmen, die Sie jetzt der Bank empfehlen, die können Sie wirklich brauchen. Zwei Mitglieder des Projektteams sind Angestellte von der St. Galler Kantonalbank. Das ist aber nicht der Grund, dass der Auftrag an die Fachhochschule vergeben worden ist. Wir pflegen mit der FHS schon langjährige Zusammenarbeit und ich habe schon viel Positives gehört. Und darum war es für mich absolut selbstverständlich, um dieses Projekt dorthin zu übergeben. Als Auftraggeber fühlt man sich super abgeholt und auch die Studierenden sind immer gut unterstützt worden durch die Projektcoaches. Die Studierenden sind besonders stolz darauf, dass sie mit einer schwierigen Ausgangslage haben können aussagekräftige Daten erheben und darauf aufbauen. Das könnte Ihnen beim WTT Young Leader Award den nötigen Vorsprung verschaffen. Das Fundament haben wir jetzt genutzt, um diverse Massnahmen zu generieren. Eines davon ist ein Online-Rechner, wo wir einen Prototyp gebaut haben. Wir haben auch sonst Tools erstellt und Massnahmen definiert, die jetzt effektiv bei der St. Galler Kantonalbank in Umsetzung sind. Also wir haben eine Arbeit geschrieben, die nicht einfach in der Schublade landet, sondern effektiv etwas nachher geht. Und darum haben wir verdient, den WTT Young Leader Award zu gewinnen. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2019?
Preisverleihung findet am nächsten Montag in der Turnhalle St. Gallen statt, mit der Zusammenfassung einen Tag später auf TVO. Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Bauwerk Parkett AG, Bühler AG und der Solenthaler Recycling AG.